Violette Lavendelfelder, typisch für die Provence. Hauptanbaugebiet ist in der Tat Südfrankreich. Lavendelblüten enthalten ätherisches Öl und Gerbstoffe und wirken so entspannend und beruhigend. Sie helfen aber auch bei Verdauungs- und Magen-Darm-Problemen. Die Heilpraktikerin Hannelore Fischer-Reska empfiehlt Lavendel vor allem Patienten, die Probleme mit dem Einschlafen haben. Lavendel wirkt sehr entspannend. Wenn Sie großen Stress haben, kaufen Sie sich in der Apotheke oder im Reformhaus einen Lavendel-Badezusatz. Oder Sie haben frischen Lavendel in Ihrem Garten, dann nehmen Sie einfach einen Bund und werfen den in Ihr Vollbad oder eben den Badezusatz. Zusätzlich kochen Sie sich eine Tasse Lavendelblütentee und trinken den dann entspannt in Ihrem Bad. Sie werden sich anschließend sehr gut fühlen. Tierversuche haben gezeigt, dass Lavendel die motorische Aktivität vermindert, die Einschlafphase verkürzt und die gesamte Schlafdauer verlängert. Lavendel gilt als wissenschaftlich gut belegt, besonders bei innerer Unruhe und Einschlafstörungen, aber auch bei nervösen Magen-Darm-Beschwerden. In seltenen Fällen kann das Lavendelöl allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Nebenwirkungen sind nicht bekannt.